Traditionell zum Ostermontag ist sie heute wieder über die Gleise bei Engstingen gerattert, die Dampflok vom Schwäbischen Alpbahn e.V. In jedem Jahr steht sie für die sogenannten Osterhäslesfahrten bereit. Mehrmals am Tag pendelt die Lok über die Strecke der Hohenzollerischen Landesbahn zwischen Engstingen und Trochtelfingen. Eine Fahrt mit dem nostalgischen Zug gab's für 10 Euro pro Erwachsenen und 5 Euro pro Kind. Natürlich war auch dieses Mal der Osterhase wieder mit dabei. Schließlich fährt der Dampfzug auf seiner Strecke auch durch das abgelegene Hasental bei Trochtelfingen.